Okay Leute, die Spoiler zu One Piece Kapitel 991 sind endlich raus. Nach einer Woche Pause geht es endlich weiter und das Kapitel wird sehr, sehr spannend, Leute. Die Spoiler sind sehr knackig, deswegen bleibt auf jeden Fall am Start. Los geht's. Ja Leute, was geht ab? Willkommen zu One Piece Kapitel 991 Spoiler und ja, wir haben sie etwas früher, denn wir hatten ja letzte Woche Pause und letzte Woche kamen ja auch die Spoiler früher und jetzt haben wir sie auch wieder früher, dank den koreanischen Leakern, ja, kommen die Spoiler mal ein bisschen früher. Leute, nächste Woche ist keine Pause, ja, das bedeutet, es geht einfach weiter. Da freue ich mich sehr drauf, Leute. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet bezüglich die aktuellsten Spoiler, die aktuellsten News zu One Piece etc. zum kompletten Universum, so lasst doch gerne ein Abo da. Ich halte euch stets auf dem Laufenden, meine Damen und Herren. Und nun würde ich sagen, hüpfen wir in die Spoiler. Das Kapitel geht dort weiter, wo es aufgehört hat. Nämlich hat hier Ruffy die Anfrage von D.S. Drake angenommen. Ja, aber hier schreitet Zoro zur Tat und sagt, Ruffy, warte mal hier. Genauso wie Jinbei und Franky, die sagen, nee, Ruffy, das geht so erst einmal nicht. Wir müssen hier erst einmal abwarten. Ja, Ruffy ist halt einfach Ruffy, so wie er halt immer ist, Leute. Er sagt, yo, kannst du machen, aber die Crew, die backt natürlich hier Ruffy ab und nur weil Ruffy der Captain ist, heißt das nicht, dass jede Entscheidung natürlich hingenommen werden muss. Ja, die Crew hat dir genauso viel mit zu entscheiden und das finde ich eigentlich ganz gut und Zorro ist hier, der dann X-Drake damit konfrontiert. Ja, wie genau oder was genau die besprechen, das wird hier nicht näher erläutert, aber ich denke mal, es geht hier natürlich darum, warum, wieso, weshalb, ja, was ist dein Ziel und so weiter. Ich denke, da wird Zorro dem Ganzen natürlich auf den Zahn fühlen und Zorro und X-Drake, die kämpfen, na, die beiden kämpfen hier und es geht halt wirklich darum, herauszufinden, was X-Drakes eigentliches Ziel ist. Des Weiteren greifen Page One und Ulti die Strohhut-Bande an. Lysop und Nami machen sich diesbezüglich auf sich aufmerksam. Also das heißt, die beiden wirklich gegen Ulti und Page One. Das wird ein sehr, sehr interessanter Kampf. Ja, Nami, Ulti und Lysop, Page One oder doch lieber andersrum. Ich bin mal sehr gespannt, wie Eiichiro Oda diesen Kampf hier aufbauen wird, wenn sie überhaupt die ganze Zeit kämpfen werden. Des Weiteren taucht Scratchman Pooh wieder auf, ja, Pooh greift an, er wird aber hier von Zorro und X-Drake direkt geblockt, also Pooh hat hier überhaupt nichts mehr zu melden, also der kriegt jetzt hier direkt auch diese Ernsthaftigkeit zu spüren, die die Strohhüte hier ausstrahlen, ich hoffe es zumindest, natürlich steht es hier so im Text, müssen wir mal abwarten. Des Weiteren haben wir endlich den Reveal von Inuarashi und Nekomamushi, wie die beiden in einer Zulong-Form am Start sind und ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Also, das muss ja 100-mal krasser sein, als bei denen, wo wir es jetzt aktuell so gesehen haben. Ich meine, Carrot war ja schon sehr, 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 sehr faszinierend. Ich bin gespannt, wie das bei Inuarashi und Nekomamushi sein wird. Des Weiteren, meine Freunde, eine Theorie, die wahr wurde, in der Tat, ja, Kinemon schneidet den Blast Breath von Kaido, ja. Kaido hat ja diesen Feueratem, diesen Angriff und den zerschneidet Kinemon. Das hatte ich damals schon mal erwähnt und gesagt, ey, das kann doch möglich sein, ja. Da habe ich ein Video gemacht über Dinge, die man nicht vergessen darf und in der Tat kommt es natürlich wieder und da freue ich mich natürlich sehr drauf, weil das Kinemon hier auch seinen Moment bekommt und ich bin mal gespannt, wie die Scabbards jetzt endlich so von der Stärke skalieren werden, ja, da bin ich mal gespannt, wie man das jetzt wirklich hier von Oda gesettelt bekommt, denn wie er die Scabbards an für sich stärketechnisch jetzt aufbaut oder hinstellt, ist eine sehr große Frage, gerade wegen dem Ryo-Angriff gegen Kaido am Anfang, wo sie Kaido verletzen konnten, was schon sehr verwunderlich war, ist natürlich jetzt die Frage, wie Oda die Scabbards hier einrankt. Des Weiteren kriegen wir hier auch eine Info über Jack, denn dieser scheint zu fallen, aber hier ist nicht bekannt, ob es jetzt im übertragenen Sinne eine Niederlage ist oder ob er einfach nur so irgendwo zu Boden fällt oder ob er vom Plateau oben runterfällt, ja, also das ist nicht ganz bekannt, jedenfalls ist hier Jack erst einmal gefallen, wohin auch immer, wie auch immer man das meint. Ich meine, Jack war ja vorher gegen Nekomamushi Inuarashi am Start, also die beiden könnten ihn eigentlich aufgemischt haben, aber ich denke, das war es noch nicht mit Jack. Also der wird, wenn er jetzt verloren hätte oder besiegt worden wäre oder sonstiges, ja, der wird auf jeden Fall wieder aufstehen nach einer gewissen Zeit. Ja, ich denke, so ein Jack, den musst du eigentlich direkt töten, ansonsten steht der immer wieder früher oder später auf. Ja, das ist ja so diese Spezialfähigkeit einer Zoan-Teufelsfrucht, ja, die Regeneration, die ja so unglaublich stark ist. Deswegen müssen wir mal abwarten, wie das jetzt sich hier mit Jack verhält. Weiter bekommen wir die Info, die auch mit dem Titel des Kapitels zu tun hat. Nämlich lautet der Titel des Kapitels Lass
mich sterben. Und dieser Titel, der ist einer der letzten Sätze, die hier in diesem Kapitel, ich sag mal, erwähnt oder gesagt wurden, nachdem Kinemon Kaidos Angriff durchgeschnitten hat, beziehungsweise gesliced hatte. Und ich persönlich muss sagen, dieser Satz oder diese Worte, die haben schon eine ziemlich heftige, so einen ziemlich heftigen Impact, muss ich natürlich ganz klar sagen. Also hier, wer ist damit gemeint? Wer sagt das? Wer droppt diesen Satz? Ja? Ist es Inuarashi Nekomamushi, weil sie ihre Solongform so auspowern, oder ist es Kaido, der ja ursprünglich eigentlich immer sterben wollte, oder worum geht's? Wer? Ja, ist es vielleicht Momonosuke, der ja gerade hier das ganze Leid ansieht, etc.? Wer könnte es sein? Wer könnte diesen Satz gedroppt haben? Lasst mich sterben. Ich bin sehr gespannt drauf. Im Groben und Ganzen muss ich aber sagen, das Kapitel soll auch ein sehr, sehr hype-lastiges Kapitel sein. Also dieses Kapitel soll richtig ham gehen, soll richtig nach vorne gehen, und da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Natürlich bin ich sehr gespannt darauf, wie X-Drake das Ganze hier jetzt meistern wird, wie er Ruffy und vor allen Dingen auch die Crew von Ruffy davon überzeugen kann, dass er hier auf deren Seite ist. Ich bin gespannt, ob er irgendwie die Corby-Karte zieht, ob er die Marine-Karte zieht, ob er denen irgendwie Bescheid sagt, ja, dass er nur gezwungen wurde oder sonstiges. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, X-Drake hat auch zum Leid von Wano Kuni beigetragen, ja, wenn es darum geht, ja, Zivilisten oder Städte oder was auch immer zu zerstören, etc. Hawkins, ich meine, X-Drake hat natürlich gut mitgemischt, was wir auf gar keinen Fall vergessen, und das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Also X-Drake hat hier natürlich mitgemischt, aber natürlich kann das auch unter Zwang gewesen sein, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Deswegen, Leute, müssen wir da mal abwarten. Ich denke aber, am Ende des Tages wird X-Drake Ruffy und Co., also Ruffy hat er ja schon überzeugt, aber Zoro und Co. auch überzeugen. Ich denke, das Ganze wird dann dadurch gemacht, dass X-Drake sich nicht versucht, groß zu erklären oder sowas in der Art, sondern einfach dadurch, dass X-Drake Taten walten lässt. Denn das ist immer das, was schlussendlich zählt, ja. Man kann ja immer viel erzählen, aber man muss natürlich auch Taten walten lassen. Und jetzt bin ich gespannt, wie Oda das Ganze hier aufbauen wird. Naja, und ziemlich spannend finde ich natürlich auch jetzt herauszufinden, wie stark X-Drake eigentlich ist, ja. Zoro und X-Drake, die kämpfen hier wirklich, also sie haben hier ein Gefecht, ob die sich jetzt wirklich total fertig machen oder so. Das glaube ich nicht, Leute, weil beide klug genug dafür sind, zu sagen, ey, wir sollten uns jetzt nicht weiter irgendwie fetzen oder weiter verletzen, weil die Wahrscheinlichkeit wird ja dann von denen aus selber halt gesenkt, dass die halt das Ganze überstehen, weil wenn die sich verletzen, ja, das wäre absolut dumm, Leute. Deswegen, ich denke, die werden nur so ein paar Clashes haben oder sowas. Da bin ich mal gespannt, wie hier X-Drake dagegen ankommt, ja, denn ich denke, Zoro dürfte ja schon die Upper Hand haben, er sollte ja die Upper Hand haben, und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Über Queen, King, über andere Sachen von Kaido etc., da haben wir jetzt leider keine Informationen, aber Leute, ich verlinke euch natürlich den Post in der Videobeschreibung, und es soll auch ein Bild zu Inuarashi und Nekomamushi soll es geben, aber das Bild lässt sich hier irgendwie nicht aufrufen. Ich denke, im Laufe der Zeit oder im Laufe des Tages oder morgen spätestens sollen natürlich weitere detaillierte Spoiler draußen sein, Leute. Ich halte euch natürlich diesbezüglich wie immer auf dem Laufenden, deswegen könnt ihr mir auch gerne auf Twitter oder Instagram folgen. Und Leute, was sagt ihr, ja? Zoro vs. X-Drake, wer ist hier oder wer hat hier die Upper Hand? Ich denke, die meisten von euch, und da zähle ich natürlich auch zu, wir sagen natürlich alle Zoro. Ja, ich bin gespannt, was Scratchman und Pooh jetzt hier noch mitmischen will, ob er sich jetzt auch nochmal dazu bereit erklärt, vielleicht die Seiten zu wechseln oder nicht, weil jetzt ist die letzte Chance, denke ich mal. Ich meine, für X-Drake wird es natürlich jetzt schon sehr schwierig sein, sie zu überzeugen, aber im Großen und Ganzen wird X-Drake hier, denke ich mal, eine sehr, sehr starke Bereicherung werden. Genauso gut wie vielleicht in Zukunft auch Hawkins etc. Ich denke, das alles wird sich dann natürlich jetzt hier im Laufe der nächsten Kapitel zeigen. Leute, ey, es geht jetzt richtig los, der Krieg geht richtig ham, und ich hoffe wirklich nicht, dass Kaido dieses hier lass mich sterben gesagt hat. Ich hoffe wirklich nicht, ja, dass es irgendjemand anderes ist, weil ich will jetzt hier nochmal ein richtig Kaido in Action, so ein Kaido richtig in Action sehen, wie er die da alle fertig macht etc. Ey, Kaido ist immer noch ein Kaiser, Leute, das dürfen wir nicht vergessen. Und das wird der schwierigste Gegner, den die Strohhüte bisher gehabt haben. Natürlich, Inuarashi, Nekomamushi, die sollen beide vielleicht noch was gegen Kaido ausrichten, ist natürlich klar. Auch die Scabbards natürlich. Aber Leute, nicht vergessen, Ruffy wird derjenige sein, der zum Schluss das Ruder rumreißen wird, weil es wirklich kurz vor Niederlage stehen wird. Und dann wird Ruffy zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Leute, das waren im Groben und Ganzen die Spoiler zu One Piece Kapitel 900.
91, wie ich anfangs, glaube ich, schon erwähnt hatte. Habe ich es erwähnt? Ich denke schon, anfangs erwähnt, ja. Pause ist nicht, es geht weiter, Leute. Und ja, im Großen und Ganzen war es das erstmal von mir. Falls euch das Video gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen möchtet, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und Leute, nicht vergessen, ein Abo da lassen. Ja, dann verpasst ihr natürlich nichts bezüglich die neuesten News, die neuesten Spoiler zu One Piece. Und dann war es das erstmal für heute. Ich bedanke mich sehr fürs Einschalten. Habt alle noch einen schönen Tag. Morgen gibt es natürlich ein erneutes Video, ein knackige Theorie. Deswegen schaltet da auf jeden Fall ein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und tschüss.